Hauptzielrichtung dieser Veranstaltung lenken wollen. Es geht ja darum, und deshalb ist schön, dass so viele da sind und so viele Kompetenzen jetzt hier vertreten sind. Es soll ja darum gehen, warum eigentlich Eltern mit Migrationsgeschichte zu wenig in der Elternvertretung zu finden sind, welche Hinderungsgründe es gibt und was dafür getan werden kann, also welche Rahmenbedingungen es braucht, welche Informationen es brauchen könnte und wer könnte was tun. Und der Arne ist ja immer interessiert daran, und was könnte der Arne tun dafür in seinen Möglichkeiten. Das ist ein Projekt, das ursprünglich ausgeschrieben worden ist für Eltern aus Kriegs- und Krisengebieten, also die wir besonders ansprechen wollten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wir verteilen ja relativ viele Informationen zur Elternmitwirkung, gerade auch in Berlin, dass die nicht so ohne weiteres für dieses Thema ansprechbar sind, weil für uns das Zentrale ist, was braucht man denn in diesen verschiedenen Elterngruppen, in den Sprachgruppen, aber auch das ist erstmal ganz neu für uns, eine BIPOC-Gruppe. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Was brauchen wir eigentlich und wie können wir das unterstützen? Und für uns ist es auch nochmal ganz besonders wichtig zu gucken, wie können wir zusammenarbeiten, denn wir werden das Projekt im nächsten Jahr weiterführen. Möchte mit diesem Vortrag eben fokussieren oder herausarbeiten, wie wichtig die Aneignung von rassismuskritischen Perspektiven ist, um die Partizipation von BIPOC-Eltern nicht nur zu stärken, sondern auch sicherer zu gestalten. Also schlicht ausgedrückt ist Rassismus eine spezielle Form von Diskriminierung, bei der eben die zugeschriebene oder auch tatsächliche Herkunft von Menschen abgewertet wird. Und Rassismus, das ist eben das Wichtige, ist eine gesellschaftliche Struktur, die alle Menschen unserer Gesellschaft betrifft. Und da gibt es eben rassifizierte Menschen, die in diesen Strukturen systematische Benachteiligung erfahren. Und es gibt eben Menschen, die aufgrund ihrer Positionierung in diesen Strukturen Privilegien erhalten. Im Schulkontext oder für pädagogisch tätige Menschen ist es auch nochmal wichtig, die Frage zu stellen, was gibt es eigentlich in meinem Unterricht oder in meiner Einrichtung, in meinem beruflichen Handeln, was vielleicht auch rassismusrelevant ist? Ja, also gibt es irgendwie Materialien, die Rassismus befördern? Bücher in Kitas, Spielzeuge, Lieder, die gesungen werden, Schulmaterialien, die verwendet werden und so weiter. Ne? Also gibt es da Sachen, die auch dieses rassistische Wissen produzieren und reproduzieren. Und die erste Frage, die ich Ihnen stellen will, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der geringen Beteiligung, ist wirklich sehr gering, von zugewanderten Eltern in diesen Gremien der Elternvertretung und den bestehenden Sprachbarrieren? Und haben Sie dazu Erfahrung und können Sie uns dazu Rückmeldung? Das heißt, die Eltern zu empowern, sie zu ermächtigen, sie auch tatsächlich stärker auch einzubeziehen in das Bildungssystem, ist zentral wichtig. Und der Schlüssel liegt aus meiner Sicht absolut in einer mehrsprachigen Ansprache, gut aufgearbeiteten Informationen, aber eben auch diesen Dingen, die sie ja auch machen in Anne und in ihren Organisationen, über also sozusagen Peer-to-Peer, über Multiplikatoren, über Vertrauenspersonen die Eltern einzubeziehen. Wie können wir stärker zusammenarbeiten, uns zusammen einsetzen, um bereits in 2022, Pandemie hin oder her, schon Schritte in diese Richtung zu tun, dass man sozusagen, also dass diese verschiedenen aufeinander zugehen und tatsächlich einen richtigen Qualitätssprung einleiten? Ich will diese wirklich zum Teil mikro, kleinen Projekte oder Ansätze wirklich auch wertschätzen und finanzieren und fördern, weil ich total wichtig finde, dass überhaupt Menschen sich engagieren für ihre Anliegen. Also ich mache jetzt gar keine, außer dieser Vision, gar keine konkreten, zu engen Vorgaben, sondern gehe ganz offen rein.
Und finde aber das wichtig, die Dinge am Ende zusammenzubinden und zu sagen, so, das ist sozusagen etwas, was hier an ganz vielen Stellen in Berlin passiert. Und das hat eine ganz klare Zielrichtung. Ich weiß aber, dass das alles nicht ehrenamtlich passieren darf und soll, sondern ich glaube, dass wir hier auch wirklich die Frage der Ressourcen stellen müssen. Und deswegen sage ich, lass uns wirklich dieses Thema viel stärker als Projekte konzipieren, ja, die man auch finanziell dann auch fördert. Es gibt diese Mittel. Wir müssen nur klug überlegen, an welchen Stellen und wie man diese Projekte auch beantragt. Und sozusagen diese Zusammenbindung würde ich in meiner Verantwortung tatsächlich auch übernehmen und schauen, dass da sozusagen ein großes Ganzes rauskommt. Jagmal wurde vor 28 Jahren gegründet von einer Gruppe von Eltern und Pädagoginnen mit kurdischen Wurzeln, auch für Familien mit kurdischen Wurzeln. 2009 hat Jagmal eine Fachtagung für Eltern gemacht, und aus dieser Fachtagung ist der Wunsch entstanden für eine deutsch-kurdische Kita. Also da die Eltern haben auch deutlich gezeigt, Bedarfe sind da. Die Kita Pier Kreuzberg ist seit dem Oktober 2018 eröffnet und seitdem bin ich auch dabei. Und die Kita, also wir betreuen 45 Kinder und Familien aus unterschiedlichen Lebenswelten. Und sie befindet sich in Kreuzberg, in Marianenkiez. Und unser Schwerpunkt ist die Bilingualität, deutsch-kurdisch. Also die Rolle der Eltern, von der Stimmung bis laufend, von der Idee bis zur Unterstützung, im Aufbau der ersten Kita, waren die Eltern immer die Hauptakteurinnen. Die Kinder in ihrer Sprache und die Familien in ihren Sprachen aufgenommen hatte, sind auch die Eingewöhnungen relativ einfach gelaufen. Und die aktive Beteiligung der Eltern war auch von Anfang an gegeben aufgrund der Sprachfreiheit, also weil da keine Barriere aufgrund der Sprache gab. Gerade haben wir Kita Kreuzberg vorgestellt und wir arbeiten in Kita Weding noch. Und das ist ein Kollege, der wöchentlich dort ist, berichtet auch, dass die Bedarfe und die Vorstellungen der Eltern über Partizipation und Beteiligung sehr verschieden sind. Jetzt aus der Praxis, wie gesagt, habe ich sehr viele Beratende, die kommen und mir berichten, ob es jetzt Kinder oder Familien, also Elternpersonen sind, die ihren Erstsprachen oder Zweitsprachen, je nachdem, in den Schulhof nicht sprechen dürfen zum Beispiel. Oder dass Kinder in der Kita darauf aufmerksam gemacht werden, wir sprechen hier Deutsch. Also solche Situationen, die wir schon seit vielen Jahren in Deutschland und deutschsprachigen Raum kennen, sind immer noch aktuell. Und hier geht es nochmal bei solchen sogenannten Sprachgebote oder gar Verbote, sich bewusst zu machen, welche Auswirkungen die für die Identitätsentwicklungsprozesse von jungen Menschen haben und welche Auswirkungen auch für die Familien hat, im Sinne von, wie sehe ich mich oder sehe ich mich nicht in der Einrichtung eingeladen, um zum Beispiel zu partizipieren. Und der Unterschied zu zum Beispiel die Angebote, die Jagmal anbieten, ist, dass es für gemacht wird und nicht mit. Das ist total wichtig. Wenn Sachen für eine Gruppe mit diesem Homogenisierungsmoment gemacht werden, ist es ein Moment der Fremdunterstützung, sozusagen, sage ich mal salopp. Während wenn es mit der Gruppe, es wurden dabei Jagmal Bedarfe erkannt, es wurden Fragen gestellt, was braucht ihr etc. oder was brauchen sie als Eltern, ist es mit. Und das ist ein großer Unterschied für die Erstellung von Angeboten zum Beispiel. Für Bildungschancen für alle brauchen wir natürlich auch die gesellschaftliche Transformation, wurde heute mehrfach gesagt. Und die Zusammenarbeit der Eltern geht es nur, wenn wir eine wertschätzende Beziehungsarbeit leisten.